So, hallo und herzlich willkommen bei We Are Football 2024. Gestern kam das große Update Nummer 3. Was das beinhaltet, habe ich ja in einem separaten Video vorgestellt. Jetzt wollen wir das mal in der Praxis ausprobieren. Wobei, wie gesagt, die neuen internationalen Wettbewerbe werde ich jetzt hier in diesem Spielstand nicht haben. Dafür müsste ich ein neues Safe Game starten. Aber da es ja sowieso nicht die wirklich authentisch richtigen sind und da wir sowieso in der zweiten Bundesliga spielen, kann uns das erstmal Wumpe sein. Die anderen Neuerungen. Es waren ja größtenteils Sachen, bei denen ich mich wunderte, dass sie nicht von vornherein schon im Spiel integriert waren. Ja, werden wir dann jetzt mal sehen. Wir werden jetzt die Hinrunde beenden gegen Hansa Rostock. Die stehen hier besser, als sie es in der Realität letztes Jahr taten. Die stehen jetzt hier auf Platz 10. Wir stehen auf Platz 7. Wir haben leider das letzte Spiel verloren, aber ansonsten eine ordentliche bis gute Hinrunde gespielt. Die wollen wir jetzt veredeln mit einem Sieg am 17. Spieltag. Ja, Rostock letztes Jahr in der Realität. In diesem Spiel haben sie uns das halbe Stadion auseinandergenommen. Das Geld schulden sie uns bis heute. Aber was soll man dazu noch sagen? Zu diesem Verein wurde schon viel zu viel gesagt eigentlich. So, David Helmke, der muss besucht werden. Den Spieler kenne ich gar nicht. Der ist aus der U19. Den kann ich gar nicht besuchen. Warum kann ich die U19-Leute nicht besuchen? Die wollen mich da nicht sehen. Ich mache dann jetzt auch ein bisschen kürzeres Video, weil ich gleich gerne Champions League gucken würde. Deswegen mache ich jetzt nur den 17. Spieltag. Und die Winterpause mache ich im nächsten Part dann komplett in einem Rutsch. So, wir gucken mal an, was wir machen sollen. Wir sollten selber Sport treiben. Die Fanabteilung würde es begrüßen, wenn sie einen Spieler zu einem Fanclub Berater schicken könnten. Da schicken wir jetzt einfach mal den. Florian Muslia ist ein wichtiger Mann, aber er soll sich auch mal ein bisschen mit dem Volk hier befassen am Tag der US-Wahl. Ich bin immer volksnah. Ach, Kommando zurück, Kommando zurück. Wir haben ja jetzt hier diese komische Regelung, dass die Rückrunde quasi direkt auch schon startet. Dann können wir doch hier am 10., ich habe nämlich gesehen, 3. Dezember ist ja noch ein bisschen früh für Winterpause. Wir haben noch den 18. und den 19. Spieltag hier auch noch in diesem Kalenderjahr, was jetzt aber, glaube ich, auch nicht in echt so war. Hier ist es jetzt so, dann mache ich jetzt noch das Spiel gegen Greuther Fürth auch gleich und dann ist es dann doch ein ganz normal langes Video. So, dann habe ich jetzt hier noch meine anderen Espanol-Termine, Termin setzen, Sprache lernen. Und dann ist diese Woche auch Zeit für eine Weiterbildung. Und da die zweite Mannschaft ja immer noch ein bisschen schwächelt, sollten wir da noch einen Spieler rein verschieben. Und zwar, wir haben ja den Tupenio, den Innenverteidiger, dahin verschoben. Der Niklas Natsch kommt bei uns aktuell auch nicht so ganz zum Zug. Oder der Jascha Brandt. Aber ich denke, den Niklas Natsch, den schieben wir da mal hin. In der Realität ist er ja völlig unter ferner Liefen. Der wird ja noch nicht mal mehr in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Finde ich da auch mal ein bisschen schwierig, dass so eine Person oder so ein Spieler dann einfach direkt völlig gar keine Rolle spielt von jetzt auf gleich. Der sollte wohl schon im Sommer den Verein verlassen. Ich würde ihn ja dann zumindest in der zweiten Mannschaft einsetzen. Es kann ja nicht sein, dass er dafür auf einmal zu schlecht sein soll. Aber ich denke, da wird man sich in der Realität wahrscheinlich im Winter trennen. Ich werde ihn jetzt hier erstmal in die zweite Mannschaft schicken, weil die hatte dringend Verstärkung nötig. Das ist auch ein wichtiger Job. Das gehört auch dazu. Dafür sollte man sich auch nicht zu schade sein. Ich fände das ja aber schön, wenn hier der Übergang so ein bisschen fließender und dynamischer wäre. Backen. Musli hat ein neues Hobby. Dann soll er mal Plätzchen mitbringen zum nächsten Spiel. Natsch wurde in die zweite Mannschaft versetzt. Was war da? Ich habe mich weitergebildet. Ja, was wollte ich sagen? Weil in der Realität, der SCP, ich habe jetzt gesehen, gestern war das Spiel der zweiten Mannschaft gegen Wiedenbrück, was leider verloren wurde. Da wurde auch der Mika Bauer eingesetzt, der Tag vorher oder zwei Tage vorher oder Tag vorher bei der ersten Mannschaft im Kader stand. So hier, wenn ich jetzt einen verschiebe, dann wirkt das immer so ja, undynamisch. Dass da dann ist er erstmal da und kommt erstmal nicht zurück, aber ich weiß es nicht. Ich muss gucken. Jetzt gucke ich mir erstmal hier das Tor des Monats an. Jesse Meyer, SC Rapid Lübeck. 129 Punkte hier vor Kahn Akaya und Justin Scheler. Alles Spieler aus relativ, glaube ich, unteren Ligen, oder? Hier sehen wir jetzt hier den Herrn Meyer. Mensch, Meyer, der schießt. Ja, auch hier ein Bums, ein Bums. Und der Ball ist im Tor. So. Und das kann man sich ganz gut anschauen, würde ich mal meinen. So, dann haben wir, gucken, wie viele der Änderungen durch das Update wir jetzt auch hier wirklich in der Praxis merken. Der Finn Ole Becker, der war doch im Vormonat auch schon hier bei der Abstimmung. Der Brian Gruder, der ist jeden Monat hier in der Abstimmung zum Rookie des Monats. Jetzt haben wir noch Goncalo Borges dabei. Und diesmal geht der Preis an Finn Ole Becker. Auf Platz 1, auf Platz 2 Gruder, auf Platz 3 Borges. Der Gruder
nicht die schickste Frisur in meinen Augen, aber er scheint eine sehr schicke Entwicklung hinzulegen. Sebastian Klaas hat sein Trainingsziel erreicht. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Final Fantasy X. Hier dieses Skillboard. So, er hat das Ziel Übersicht erreicht. Er hat jetzt ein doppeltes Plus bei der Übersicht. Ich kann ein neues Ziel aussuchen, indem ich einen der weißen Kreise auswähle. Hat der Spieler eine Schwäche, kann er auch daran arbeiten. Schwächen werden im inneren Kreis quadratisch dargestellt. Machen wir jetzt einfach mal das hier, Kreativität. Da lernt er dann auch direkt ein Doppelplus. Hat er da jetzt schon ein einfaches Plus? Ja, hat er. Dann übt er da jetzt an, trainiert er da weiter seine Kreativität. Weiß ja nicht, wie man Kreativität trainiert. Das sollte ja eigentlich eher so ein bisschen intuitiv sein, oder? Naja, gucken, ob die Zuschauerzahl hier steht. 9000. Bisher war das Stadion, glaube ich, in jedem Spiel ausverkauft, oder? Das in der Realität steigt die Zuschauerzahl auch. Selbst ich war ja wieder zweimal im Stadion bisher schon, zumindest in dieser Spielzeit. Muss ich zusehen, dass ich vor dem Jahresende da auch nochmal in, ich sag immer noch Bentele Arena, wie heißt die? Home Deluxe Arena. Ich wollte gerade sagen Energieteam Arena. Hier steht auch noch Bentele Arena. Aber die heißt seit 2022 Home Deluxe Arena. Rollt aber nicht so leicht von der Zunge wie Bentele Arena. So, der 3.12., der Nikolaus ist noch nicht ganz da und für Hansa Rostock kommt, glaube ich, sowieso eher der Knecht Ruprecht. Da werden wir jetzt mal sehen, wie wir die Hinrunde beenden können. Das Stadion ist nicht ganz ausverkauft, aber über 14.000 Zuschauer. Der Promi-Tipp ist 1:1. Rostock hat ja zumindest 2 der letzten 5 Spiele gewonnen. Also das wird jetzt hier kein Zuckerschlecken. Bis auf Kin Zombie sind alle einsetzbar. Deswegen lassen wir hier Kleefisch und Knut Hansen spielen. Den Hansen sollten wir mal ein bisschen zurückziehen. So, passt das besser. Grimaldi hat ja durchaus für Aufsehen gesorgt zuletzt. Ich gucke, ob ich zumindest mal an der Bank ein bisschen was ändere. Der Muslio hat Plätzchen mitgebracht, dafür kriegt er aber keinen Platz in der Startformation. Denn da geht der Tobias Müller wieder hin. Für Laurin Kurda. Der Sebastian Klaas, der sich verbessert hat, kriegt deswegen auch mal direkt einen Platz auf der Bank. Und so machen wir das gegen Rostock. Wir bleiben offensiv. Michael Bacher hier, der Schiedsrichter. 11 Grad in der Bentele Arena. An den Temperaturen haben sie ja angeblich auch ein bisschen was geändert im Patch. So, wir gucken mal Rostock. Rostock ist immer so ein bisschen ja Paderborner Filiale. Vor allem jetzt hier Felix Platte, den haben wir ja dahin verkauft. Svante Ingelsson ist ein ehemaliger Paderborner. Sebastian Vasiliades ist ein ehemaliger Paderborner. Ich habe hier nicht zu viel versprochen. Und dann haben wir noch Kai Pröger auf der Bank und Jasper van der Web. Das sind 5 Spieler, die in jüngsten Jahren beim SC Paderborn waren. Und bis auf Felix Platte sind das ja auch alles authentische Wechsel. Also das ist, Kaiserslautern ist meist eine Paderborner Filiale und Rostock auch. Das hat sich natürlich jetzt in der Realität seit dem Abstieg geändert, wobei man da auch Marco Schuster an Rostock verkauft hat. So, und gehen jetzt hier die Punkte aus. Wir haben keine Fokuspunkte mehr, keine eigenen Stärkepunkte. Wir haben noch Taktikpunkte und Wut haben wir nicht nötig. So, wir sagen, wir haben gut trainiert, wir sind taktisch optimal vorbereitet. Man kann hier nur einmal pro Halbjahr Einzelgespräche pro Spieler führen. Ich sollte mal generell mehr Einzelgespräche führen. Ich sag einfach mal, Muslia, das wird heute dein Tag. Habe ich das auch mal gemacht? Oder muss ich da jetzt noch irgendwo draufklicken? Ich denke, das passt schon. Und dann pfeifen wir diese Partie an. Und es war, egal wie dieses Spiel ausgeht, schon mal eine erfolgreiche Hinrunde für Paderborner Verhältnisse. Da möchte man ja auch ein Stück weit bescheiden bleiben, auch wenn ich da persönlich es nicht mit übertreiben würde. Also man kann auch schon mal ein bisschen... Und jetzt ist da die Chance, Kruse an den Pfosten, den Außenpfosten. Und das hätte es schon sein können müssen sollen. Ich hoffe, der Gästeblock bleibt diesmal heile, wenn der hier im Spiel ganz woanders auf der anderen Seite ist. So, Hamburg führt schon in Nürnberg. Außer diesem Pfostentreffer gab es hier bisher noch keine. Jetzt gab es eine Rostocker Szene, die hier aufgeführt wird, die uns aber gar nicht gezeigt wird. Der Textmodus ist auch mal ein bisschen sparsam. Jetzt Hoffmeier sieht schon die 6. gelbe Karte. Wegen Foulspiels. Ja, der in der Realität aktuell Probleme hatte. Ich drücke ihm da alle Daumen, dass diese sich bessern oder dass er seine Probleme lösen kann. So, jetzt haben wir hier einen Halbzeitstand von 0:0, wo wir auch Probleme zu lösen haben, denn das ist bisher deutlich zu wenig. Was wir hier zeigen, die Noten dementsprechend mittelmäßig. Ich denke, eine Ansprache ist jetzt hier erstmal noch nicht nötig. Unser Frischewert ist gar nicht mehr so hoch, aber wir sind ja schon im Dezember. Dann kommt auch bald das Christkind. Jetzt haben wir hier Hansen und Kruse und diesmal haut er ihn rein, auch wieder mit Aluminium. 7. Saisontor
Mattes Hansen mit dem Assist. Und der Kruse möchte mal wieder in der Torjägerliste vorne dabei stehen. Macht jetzt hier das siebte Tor. Er hat ja schon sein Karriereende angekündigt. Dementsprechend müssen wir noch so viel Max Kruse hier aus dieser Saison rausquetschen, wie wir nur können. So, nicht, dass wir ihn jetzt quetschen wollen, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und fünfte Gelbe für Kai Klefisch wegen Handspiels. Das heißt, er wird am 18. Spieltag fehlen. Grimaldi ist jetzt hier soweit nicht wirklich dabei. Deswegen kommt für ihn Ilias Ansah. Ich hoffe, der Grimaldi beschwert sich nicht schon wieder. Nein, tut er nicht. Und für Muslia kommt jetzt einfach mal der Klaas, der sich ja im Training reingehauen hat, der seine Übersicht verbessert hat. Dann kriegt er auch mal die Chance, das jetzt hier eine halbe Stunde auf der 10 zu zeigen. Grimaldi möchte doch schon wieder eine Erklärung. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Alles, was ich sage, passt ihm ja nicht. Deswegen Spielpraxis für Jungspieler, das passt. Das kann er nachvollziehen und das findet er auch korrekt und er gewinnt einen Punkt zufrieden. Das hätte ich vielleicht vorher schon immer sagen sollen. So, habe ich ihm jetzt auch mein Ohr geschenkt und eine vernünftige Antwort gegeben. Und wir führen hier immer noch 1-0. Und dann ist es Zeit für die nächste Wechsel. Aber vorher hier nochmal Rostock. Vasilja ist auch ein ehemaliger Ballerball und Platte, den wir verkauft haben. Er schießt zum Glück genau auf den Mann. Ja, Platte, wenn er spielen kann, ist das ein super Spieler. Aber das Problem ist ja mit ihm seine extreme Verletzungsanfälligkeit. So, wir können nochmal wechseln. Deswegen nehme ich einen der mit Gelb Verwarnten runter. Der Hoffmeier geht runter. Für ihn kommt der Cookie-Doktor hier Musliu. Und Leipertz spielt ja auch nicht gut, deswegen Conte, das ist der Standardwechsel. Bei Conte ist RAS immer noch die Nebenposition. Müsste das nicht mal langsam die Hauptposition sein? Wäre, glaube ich, langsam mal angemessen. So, es bleibt eng. Die letzten Minuten laufen, die 0 steht, das ist gut. Jetzt hier nochmal eine Chance für uns. Ein 2-0 würde uns natürlich auch sehr gut zu Gesicht stehen. Der Kruse verliert den Ball. Ja, allerdings an auch den ehemaligen Paderborner Jasper Pfander. Wobei, der ist hier eigentlich nur ausgeliehen, oder? Der müsste hier im Spiel eigentlich noch nominell ein Paderborner sein. Oder sehe ich das falsch? Das müsste man mal prüfen. Ich muss jetzt erstmal den fünften Wechsel noch bringen. Teamzuversicht ist ein Tiger hier, der Effe. So, ich bringe dann nochmal Michel für Bilbia, der Michel auch nochmal ein bisschen Spielpraxis und das Spiel bleibt eng, die letzten Minuten laufen. Und passiert hier noch was? Ansonsten nehmen wir den Punkt hier zu 0 sehr gerne. 5 Minuten Nachspielzeit. Der Gästeblock steht hoffentlich noch. Jetzt nochmal eine Chance hier in der Nachspielzeit. Ilias Ansah und Hüsing klärt und es gibt nochmal Eckball. Das dürfte dann aber auch alles gewesen sein. Passiert auch mal endlich was in der Nachspielzeit. Nochmal ein Eckball und der Ball landet bei Conte und da war noch ein Rostocker dran. Sadie Seri erklärt auf Kosten einer Ecke und dann dürfte den Rostockern, den Ostrockern hier aber definitiv die Zeit ausgehen. Jetzt haben wir hier Klefisch, der im nächsten Spiel fehlen wird und Kruse und nochmal hier die Krake Kolke. Kann das 2-0 verhindern? Markus Kolke. Nochmal Eckball. Ein Eckball-Festival. Und jetzt Ilias Ansah und nochmal Kolke. Also da haben wir nochmal ordentlich Chancen gehabt. Hat dann aber nicht sein sollen. Aber die Zeit ist trotzdem vorbei und Rostock verliert. Wir hatten Expected Goals 1,7, Rostock 0,6. Das passt dann auch mit dem Ergebnis. Auf anderen Plätzen sind mehr Tore gefallen. Mal gucken, ob jetzt generell sich die Ergebnisse groß ändern. Ein bisschen unter der Haube des Spiels wurde bestimmt auch gefixt. Kleinigkeiten, vielleicht auch Sachen, die man jetzt gar nicht so sieht auf den ersten Blick. Aber wir werden es ja jetzt hier sehen. Wir klettern in das erste oberste Tabellendrittel, stehen jetzt auf Platz 6. Schalke mit der schwarzen Katze verliert 1-2 gegen unseren kommenden Gegner Greuther Fürth. St. Pauli gewinnt 2-0 gegen Wiesbaden. Karlsruhe gewinnt 1-0 gegen Elversberg. Magdeburg gewinnt 3-2 gegen Düsseldorf. Braunschweig 1-4 gegen Kaiserslautern. Die hatten sehr viel Glück. Hertha ist Herbstmeister 1-0 gegen Osnabrück. Wir gewinnen 1-0 gegen Rostock. Kiel gewinnt 4-0 gegen Hannover. Und Nürnberg verliert 1-4 gegen den HSV. So, damit ist Hertha Herbstmeister deutlich 7 Punkte vor Schalke. Schalke auf Platz 2. Schalke 3 Punkte vor dem HSV. Die stehen mit 34 Zähren auf Platz 3. Wir haben 4 Punkte Rückstand auf Platz 3. Also wir sind hier durchaus im Aufstiegsrennen drin. 30 Punkte in einer Halbserie. Das macht unterm Strich 60 Punkte, wenn man das aufrundet oder verdoppeln kann. Das ist schon nicht schlecht. Wir haben 4 Punkte weniger als Hamburg, 7 Punkte weniger als Schalke, 2 Punkte weniger als Hannover. Die stehen auf 4, 1 Punkt weniger als Kiel. Dahinter haben wir Düsseldorf, Magdeburg, St. Pauli, Nürnberg, Karlsruhe, Kaiserslautern, Rostock, Braunschweig, Fürth. Auf dem Relegationsplatz Osnabrück, ganz unten Wiesbaden und Elversberg. Die drei Aufsteiger stehen alle drei ganz unten. Greuther Fürth zum Ende der Hinrunde können sie hier mal auf Platz 15 klettern, aber am nächsten Spieltag schießen wir sie wieder zurück in den Keller. So, jetzt haben wir hier auch die Spielszenen.
in der Kicker-Zeitung drin. 3 Punkte für uns. Alles Gute fürs nächste Spiel, sagt Laurin Straube, 15. So, in der Elf des Tages keiner von uns. Spieler des Tages mal wieder Robert Glatzel. Wir haben 4 Spiele in Folge getroffen. Max Kruse tauchte immer noch nicht in der Liste auf. Terodde hat mal kein Tor geschossen. Wir gucken uns aber Andreas Buschalakis zum 1-0 für Hertha gegen Osnabrück an. John Joe Kenny, und das war aber ein Geschoss. War das ein Seitfallzieher, ein Fallrückzieher? Ich muss mir das nochmal anschauen. 6. Saisontor, das sah nicht schlecht aus. Lego als Bandensponsor, finde ich auch sehr sympathisch. Das war wunderbar, herrlich. Zum mit der Zunge schnalzen, was ich tun würde, wenn ich es könnte. So, wir gucken uns an die längsten Serien. 17 Spiele, die komplette Hinrunde. Greuther Fürth hat in jedem Spiel ein Tor kassiert und Elversberg ebenso. So, dann haben wir hier Gegenpressing plus 3, Konter plus 2, Dribblings plus 8, Angriffe durch die Mitte plus 13, Angriffe über Außen plus 13, Kondition plus 3, Frische minus 5. Aufwertung, ich kriege so ein Achievement. Werten sich 5 Spieler in einem Quartal auf. Rena De Angelo, ein U17-Spieler, hat eine neue Stufe erreicht. Und ich werde auch auf eine neue Stufe gehoben. Bin jetzt auf Stufe 2. Danke, danke. 2 Aktionspunkte. Die Aktionspunkte habe ich noch gar nicht eingesetzt. Könnte ich einen freien Spieler boosten? Mache ich das jetzt hier mit diesen Aktionspunkten? Warum sollte ich das bei Pelle Buffing machen? Der hat 80%. Ich sollte jetzt mal einfach mal so einen Punkt nutzen. Falco Michel, der hat schon 96%. Den boosten wir einfach mal. Er erhält 10%. Achso, beim Erreichen seines Trainingsziels verfallen übrig gebliebene Prozente. Ne, dann sollten wir es da nicht machen. Dann sollten wir es hier lieber bei Leon Opitz zum Beispiel machen. Obwohl, der ist ja ausgeliehen. Für Ausgeliehene verschwende ich das jetzt nicht. Dann nehmen wir Calvin Brackelmann. Der kriegt 10. Hat er 92. So. Wie viel von diesen Punkten habe ich denn noch? So, Spezialbonus. Für Ihren besonderen Einsatz erhalten Sie eine Bonusfähigkeit oder können eine Schwäche beseitigen. Was habe ich? Ich habe doch keine Schwächen. Ich habe als Schwäche hier Fitmacher, was? Fehlt die Voraussetzung? Medienumgang plus Menschenführung plus. Der Mensch steht bei mir ganz immer im Mittelpunkt. Das Menschliche ist das, was zählt. Deswegen mache ich da jetzt auch mal das zweite Plus. So. Wir spielen dann jetzt gegen Greuther Fürth am 10. Dezember. Gucken, was der Nikolaus uns in den Sack oder in den Schuh steckt. In den Stiefel, meine ich natürlich. So, einen Moment. Dann wollen wir Greuther Fürth auch mal in die Schranken weisen. Wir gucken mal, was jetzt hier ansteht. Und wir gucken erstmal, wie die Hinrunde am Ende bei den anderen Clubs aussieht. Deswegen zeige ich euch jetzt hier die Tabelle. Dafür werde ich euch nach dem Fürth-Spiel die Tabelle. Obwohl, dann zeige ich euch jetzt zweimal die Tabelle. So, U21 Paderborn mit Niklas Natsch hat zumindest gegen Felbert 3-0 gewonnen. Das war doch mal ein schönes Ergebnis. Hat der Natsch auch. Oh, Entschuldigung. Direkt getroffen, das möchte ich mir jetzt mal einmal angucken. Hat der Natsch direkt getroffen? Der Natsch hat zumindest gespielt und er hat nicht getroffen, aber er hat gespielt. Das war für ihn gut. Hat der Tukbenjo nach wie vor so perfekte Noten? Er hatte ja im ersten Spiel direkt eine 1,0, ne, danach 3,5, 3,5, 2,5. Aber wir haben gepunktet, das ist wichtig. Wir haben damit mit unserer zweiten Mannschaft, zumindest wenn es nach der Hinrunde geht, erstmal hätten wir die Klasse gehalten. Stehen auf Platz 11 ganz ordentlich da. Ganz oben Rödinghausen vor Oberhausen. Ganz unten Wiedenbrück, Köln 2, Gütersloh und Belbert. Ich lese jetzt aber hier nicht die kompletten Tabellen von A bis Z vor, aber das könnt ihr euch ja anschauen. Dann haben wir Oldenburg hier als Herbstmeister in der Regionalliga Nord. Falls man, nee, da ist man noch gar nicht durch. Die haben erst 15 Spiele gemacht. Da ist die Hinrunde. Die Hinrunde ist nur bei uns schon vorbei. In allen anderen Ligen ist die Hinrunde noch gar nicht vorbei. Dann kann ich auch bis zum Ende des Parts zeigen, bis ich euch die Tabellen zeige. Sport treiben. So, wir möchten eine Weihnachtsfeier planen. Das mache ich doch gern. Dann gucken wir, gibt es Verletzte? Üppaydin von der U17, den darf ich oder kann ich aber auch nicht besuchen. Dann sollte ich weiter hier persönliche Auszeichnung. Nein, Spanisch lernen. So. Gerade dieser Trophäenraum sieht ja bei runtergeschraubter Grafik nicht so toll aus. So, Weiterbildung mache ich auch. Was steht hier? Ich wohne in einer Mietwohnung. Name Anwesen auf Schild. Da könnte ich schreiben Lemon Cookie. Was soll da sonst stehen? Warntext auf Schild. Warnung vor dem Trainer. So, kann ich nicht. Dann schreibe ich einfach nur Warnung. Einfach mal aus Prinzip. Dann fragen sich die Leute Warnung weshalb.
So, ich habe schon 57.500 Euro auf der Bank. Also das Privatleben, da könnte man so ein bisschen mehr noch rausmachen, denke ich. Aber das mache ich jetzt erstmal nicht jetzt. Sondern wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, gegen Greuther Fürth gut dazustehen. Das Hinspiel endete 2-0. 2-0 für uns, oder? Ich kann mich schon gar nicht mehr genau daran erinnern, aber Greuther Fürth hat ja ewig bis zum ersten Sieg gebraucht. Dann war das so wirklich 2-0 für uns. Sie gewinnen eine überraschende Einsicht, erhalten 5 Managerpunkte. Der Groschen ist gefallen. Weihnachtsfeier. Sie veranstalten für alle Mitarbeiter eine besinnliche Weihnachtsfeier. Auch einige Spieler sind da. Absoluter Höhepunkt ist wie jedes Jahr das Schrottwichteln. Und es gab Lachs. Und beim Schrottwichteln wurden wieder die Arminia Bielefeld-Trikots rausgehauen ohne Ende. Jetzt haben wir hier noch den alten Champions League-Modus. Das ist hier, ist das schon der 6. Spieltag? Ja, es ist der 6. Spieltag. Warum sind da jetzt alle grün unterlegt? Das kann doch nicht richtig sein. Oder die haben zwar alle ganz gut gepunktet, da müsste das Feyenoord und Mailand weiter sein. Benfica geht in die Euroleague und AEK Athen ist draußen. Und das wird doch noch so gemacht, oder? Weiß nicht, warum das jetzt hier so farb ist. Vielleicht ein Bug oder keine Ahnung. Haben wir hier in Gruppe 2, Eindhoven und Manchester United sind weiter. Neapel geht in die Euroleague. Lens ist draußen. Dann haben wir hier Leipzig, die gewinnen 1-0 gegen Sevilla. Damit ist Leipzig weiter mit Man City. Sevilla geht in die Euroleague. Donetsk geht nach Hause. Dortmund gewinnt 1-0 gegen Lazio. Dortmund gegen Sturm Graz möchte ich mir gleich auch angucken. So, Dortmund ist sogar Gruppensieger. Lazio ist aber auch weiter. Liverpool geht in die Euroleague und Salzburg ist draußen. Dortmund spielt gerne jemand gegen österreichische Clubs, habe ich den Eindruck. Da haben wir hier Olympique Marseille und Barcelona, die weiter sind. Celtic geht in die Euroleague und Inter Mailand ist draußen. Bayern gewinnt 4-0 gegen Belgrad. Bayern ist zusammen mit Sociedad weiter. Arsenal punktgleich mit Bayern. Arsenal geht in die Euroleague. Und Belgrad 6 Spiele verloren. Tordifferenz von 5-22 mit 0 Punkten. Sind die froh, dass sie es hinter sich haben, glaube ich. Union ist auch, ja, haben es auch hinter sich. Die sind nämlich als Gruppenvierter komplett ausgeschieden, haben nur 4 Punkte geholt, haben hier 2-1 gegen Real Madrid verloren. Istanbul, Galatasaray und Real sind weiter. Newcastle geht in die Euroleague. Dann haben wir hier Paris und Atletico, die sind weiter. Fenerbahce, Istanbul geht in die Euroleague und Antwerpen ist draußen. So, da haben wir 3 deutsche Clubs, die weiter sind und ein Club, der komplett draußen ist in der Euroleague. Da steigt man dann auch in die Conference League, glaube ich, ab. Ne? Freiburg gewinnt 2-0, Freiburg ist weiter, Stoudren ist auch weiter. Sparta Prag geht dann scheinbar in die Conference League und Bratislava mit nur einem Pünktchen ganz draußen. Dann haben wir hier Porto und Sturm Graz sind weiter. Brighton and Hope Albion geht in die Conference League und Lugano mit 0 Punkten. 3-18 Torverhältnis ist ganz draußen. Aber hier Atalanta Bergamo und Braga sind weiter. Toulouse geht in die Conference League und Budapest ist draußen. Dann haben wir hier Betis Sevilla und Glasgow sind weiter. Saint-Gilloz, wie man es ausspricht, geht in die Conference League. Und Besiktas Istanbul mit 7 Punkten komplett draußen. Das ist dann natürlich ärgerlich. Dann haben wir hier Villarreal und Ajax, die weiter sind. AS Rom steigt ab und Farul Constanta mit 2 Punkten ist draußen. Dann haben wir hier noch Bayer Leverkusen, gewinnen 6-2 den ersten Satz, den zweiten Satz hier gegen Maccabi Haifa. Leverkusen zusammen mit Alkmaar weiter. Maccabi geht in die Conference League und Raskerad ist draußen. West Ham United und Szczeszowa sind weiter. LASK steigt ab und Servette ist draußen. Dann haben wir noch Gruppe H mit Aston Villa und Genk, die sind weiter. Hecken steigt ab und Aberdeen mit nur einem Punkt ist draußen. Dann haben wir hier besagte Conference League. Frankfurt hat alle 6 Spiele gewonnen. Perfekt, 18-2 das Torverhältnis. Besser geht es kaum. Das ist nah an der Perfection. 18 Punkte, die sind weiter mit Kopenhagen. Astana und Rosenborg absteigen kann man da offenbar nicht mehr, dann sind die wohl ganz drauf. So, ich habe das mal ein bisschen nach unten verschoben, dass ihr jetzt auch die komplette Tabelle seht. Das sollte ich jetzt, wenn ich Tabellen zeige, immer mal machen. Dann aber auch gleich wieder zurückschieben. So, dann haben wir hier Pilsen und Gens, die sind weiter. Molde, FK und Vilnius sind draußen. Dann haben wir hier Slavia Prag und Juventus Turin sind weiter. Belgrad und Limassol sind draußen. Twente und Maccabi Tel Aviv sind weiter. Sheriff Tiraspol, finde ich mal schade, wenn die draußen sind. Der Sheriff muss jetzt in den Saloon gehen. Und Shamrock Rovers, die gehen in den Pub. Die sind auch draußen. Dann haben wir hier Demespor und Dinamo Zagreb sind weiter. Ljubljana und Baka Topola sind draußen. Sporting Lissabon und Dynamo Kiew sind weiter. Olympiakos Piraeus und Helsinki sind weg. PAOK Thessaloniki und die Young Boys sind weiter. Rijeka und Karabakh Akdam sind draußen. Tottenham und Lille, große Namen für die Conference League, die sind weiter. Dnipro 1 und Kukariki sind draußen. So, wir wollen Greuther Fürth in die Schranken weisen. Ja, die haben zumindest die Abstiegsplätze verlassen. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Aber schon wieder ein Heimspiel. Das freut uns zu Hause. Sind wir ja ganz gut dabei.
stimmige Musik nach wie vor. Auch wenn da in den Patch Notes irgendwas stand, von wegen, sie hätten da irgendwas geändert. An den Audio-Einstellungen. Keine Ahnung. So, so, das Stadion ist jetzt fast ausverkauft, nicht ganz. 16.000 Zuschauer, 2:0 wird getippt. Fürth hat zuletzt nur eins der letzten 5 Spiele verloren, 3-mal gewonnen, einen unentschieden. So wie wir. Deswegen sollte, könnte das ein Spiel auf Augenhöhe werden. So. Ja, dann geht's jetzt weiter. Und ich habe jetzt Jannis Heuer in der Startformation. Kinzombie Klefisch ist gesperrt. Kinzombie ist verletzt, deswegen ja im zentralen Mittelfeld. Dann spielt der Klaas im ZM. Der wird dann halt ein Stückchen vorgezogen. So machen wir das, aber müssen wir ansonsten nichts ändern. Das hat ja gegen Rostock gut funktioniert, deswegen sehe ich da keinen Anlass zur Änderung. Den Opitz nehmen wir aber mal in Kader, sonst schimpft Werder Bremen. Und ja, 16.000 Zuschauer. Patrick Alt, der Schiedsrichter, Hinspiel endete 2:0, 11 Grad hier Mitte Dezember. Dennis Rebeni, ehemaliger Paderborner, dabei führt. Die haben einen guten Lauf, aber wir auch. So, jetzt haben sich auch die Fokus- und Stärkepunkte hier regeneriert. Jetzt habe ich gesagt, ich wollte das eigentlich gar nicht sagen, jetzt habe ich da aus Versehen drauf gedrückt. Ein ganz normales Spiel, das wir professionell angehen. Da haben wir aber auch jetzt nur eine halbe Ansprache quasi gemacht, weil wir nur noch einen Punkt hatten. So, wir sind 6 Punkte über dem eigenen Plan schon. Ich habe wieder kein Einzelgespräch geführt. Naja, aber es hat ja beim Muslia letztes Mal auch nicht so wirklich gewirkt. Magdeburg führt schon 1:0, Nürnberg auch schon. Max Kruse. Seine letzte Winterpause steht da und er nagelt ihn einfach mal rein aus 20 Metern. 8. Saisontor, wunderbar gemacht. Wunderbar, Max Kruse. Wenn er so weiter scoret, dann ja, werden wir ihn auch so in jedem Fall vermissen. Tobi Müller sieht gelb wegen Festhalten eines Gegenspielers. Das war seine erste Auswechslung bei Julian Green. Und auch bei Dietz haben sich 2 Fürther innerhalb von 2 Minuten verletzt. Eine Fleischwunde bei Dietz und Adduktorenprobleme bei Green. Ja, gute Besserung jeweils. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Jetzt die Chance hier wieder für Max Kruse auf Bilbia und der schießt aber mit Wucht auf die Tribüne. Meine Güte, Philipp Bilbia hat nicht, im Moment nicht den allerbesten Lauf mehr, aber jetzt will er es direkt nochmal zeigen. Er hat meine Worte gehört. Ja, er hat meine Worte gehört und von wegen. Jetzt macht er dann sein 3. Saisontor. Muslia auf Bilbia, Florent auf Philipp, Doppel-F. 2:0 und Greuther führt. Ja, riecht die Abstiegsplätze schon wieder. 5. Torvorlage bereits für Florent Muslia. Aber klar, so eine doppelte Verletzung innerhalb der ersten Halbzeit, in der ersten halben Stunde, in der ersten Viertelstunde sogar, die kann einen natürlich ganz schön außer Trab bringen. Greuther führt hier ohne jegliche Torchancen. Uns soll es recht sein. Wir haben 3 Chancen, 2 Tore. Expected Goals 1, richtige Tore 2. Wir führen 2:0 zur Halbzeit, das ist wunderbar. Geht kaum besser, kann ich. Muss man hier, wenn ich jetzt aufspiele. Achso, ja, man kann mit Spielern sprechen. Das sollte ich vielleicht mal häufiger tun. Jetzt rede ich mal mit dem Bilbia und ich sag ihm, du spielst gut. Mache ich jetzt am 17. Spieltag zum ersten Mal. Bilbia fand seine Leistung besser als nur gut. Hier steht 2,0, das ist nach Schulnoten gut. Und bei Max Kruse sage ich das auch und der wird da wahrscheinlich auch wieder nicht mit zufrieden sein. Ich sage auch, du spielst gut. Er freut sich drüber. Der Max Kruse. Er weiß, er hat nicht mehr so viele Spiele, da will er keinen Zoff machen. So, der Bilbia ist ein bisschen hochnäsig, aber wir führen 2:0, das ist natürlich eine hervorragende Leistung. Mir fehlt so die Option, dass ich mit der ganzen Mannschaft so eine ganz normale Ansprache mache. Jetzt nicht diese Special-Ansprache, sondern sowas, was ich gerade mit den Einzelspielern gemacht habe. Bilbia sieht gelb und jetzt wieder wir in der Offensive. Da ist Adriano Grimaldi, aber auch das deutlich zu hoch. Da passten 2 Meter zwischen Ball und Tor. Aber solange Greuther Fürth hier nicht stattfindet, kann es das ja recht sein. Weder steht es 2:0, auf anderen Plätzen nach wie vor viele Tore. Also sehr torreich die Saison hier oder der Spielstand. Und da hat sich Muslio eine Rippe gebrochen. Das ist natürlich super schmerzhaft. Er hat bisher ein gutes Spiel gemacht. Aber der Sebastian Klaas hat ja, obwohl der Sebastian Klaas spielt ja schon. Ich wollte den Klaas gerade einwechseln. Der Klaas ist ja schon auf dem Feld. Der kommt, dann geht der Leipatz auf die 10. Und dann kommt Conte auf rechts für Muslia. Das ist dann der erste Wechsel. Ja, er bis zum Beginn, obwohl es ist ja noch das Spiel gegen Osnabrück nächste Woche. Das hätte ich gesagt. Boah, und der Leipatz auf der 10. Ah, den macht er nicht. Ich habe den drin gesehen. Die Fans waren ja auch schon so laut. Der Urbich, der auch aussieht, als wäre er gerade in die Pubertät gekommen. Den wollte ich sagen, denn bis Januar kann die Rippe ja wieder irgendwie einigermaßen hergestellt sein. Aber wir spielen ja noch gegen Osnabrück. Da wird er wahrscheinlich fehlen.
Grimaldi spielt hier nicht perfekt, dann kommt für ihn wieder Anzahl, Standardwechsel. Ich hoffe, der Grimaldi fragt nicht schon wieder nach. Und der Kaspari schlägt vor, Heuer für Rohr zu bringen. Müller spielt fast perfekt, hat aber schon gelb und der Rohr ist tatsächlich ein bisschen außer Puste, deswegen kommt jetzt wirklich mal Jannis Heuer für ihn rein. Da folge ich mal den Worten meines Co-Trainers hier. Und der Rohr möchte eine Erklärung haben. Was soll ich sagen? Du bist außer Form. Dann kann ich sagen, Schonung. Schonung. Er ist froh, dass sie ihm eine kleine Verschnaufspause geben. Er gewinnt einen Punkt Zufriedenheit. Ja, habe ich mal wieder der Wahrheit gesprochen. Und das kommt gut an. Greuther führt, versucht es nach wie vor nicht aufs Tor zu schießen. Dann können wir uns ja relativ entspannt hier zurücklehnen. So, die letzten 20 Minuten laufen. Kruse auf Klaas und ja, da war der Klaas mal nach vorne gegangen, aber auch er hat deutlich zu hoch gezielt. Und der Kruse, der rennt hier überall rum. Flanke aus dem Halbfeld. Letzte Viertelstunde, dann können wir nochmal einen Doppelwechsel bringen. Der Bilbia hat schon gelb, deswegen kommt für ihn der, obwohl bei dem Spielstand gönnen wir mal hier dem von Bremen ausgeliehenen Leon Opitz ein bisschen Spielzeit, nochmal hier eine Viertelstunde in der Hinrunde. Und der Kruse, obwohl der Essequem soll auch nochmal ein bisschen mitspielen, der Tobias Müller kann sich auch seinen Applaus abholen, der hat ja auch schon gelb gesehen. Der Essequem wird dann ein bisschen nach links gezogen, das passt dann schon. Und dann haben wir auch fünfmal gewechselt und ist noch eine Viertelstunde, aber oh, jetzt wollte gerade sagen, Greuther führt, macht hier keine Anstalten. Ja, von wegen. Machen hier keine Anstalten, das Spiel zu drehen. Dann fällt hier das 1 zu 2. Robert Wagner. Kennt man aus der Musik. Macht hier das 1 zu 2. Jetzt müssen wir doch nochmal zittern. Ein Schuss, ein Tor. Greuther führt. Hier sind noch 10 Minuten zu spielen. Dann müssten wir jetzt am besten mal das 3 zu 1 machen. Sonst müssten wir hier wirklich noch zittern. Aber den Fürthern läuft die Zeit davon. Sie 86., 87. Noch passiert nichts weiterhin. 3 Minuten gibt es obendrauf und da gibt es dann auch für Greuther Fürth keine Chance mehr. Fürth hatte eine Chance, hat ein Tor erzielt, verlierte. Wir gewinnen schon wieder mit 2 zu 1 und wir sehen auf den anderen Plätzen wieder sehr viele Tore. Wir hatten mehr Chancen, wir hatten bessere Chancen. Wir klettern damit sogar auf Platz 4. Wir stehen jetzt am Anfang der Rückrunde auf Platz 4. Wunderbärchen. Schalke verliert 0 zu 1 gegen den HSV. Da sind wir auch 4 Punkte an Hamburg und an Schalke dran. St. Pauli verliert 1 zu 2 gegen Kaiserslautern. Wir gewinnen 2 zu 1 gegen Fürth. Kiel verliert 1 zu 2 gegen Braunschweig. Die hatten am meisten Glück. Magdeburg schießt 5 Tore gegen Wiesbaden, gewinnt 5 zu 2. Hertha gewinnt 2-1 gegen Düsseldorf. Elversberg gewinnt mal wieder zur Abwechslung. 3 zu 1 gegen Hannover. Nürnberg hat auch 5 Tore geschossen. 5-3 gegen Rostock. Und Karlsruhe gewinnt 2 zu 1 gegen Osnabrück. Osnabrück ist unser kommender Gegner. Steht auf Platz 16. Da sollten auch nochmal 3 Punkte drin sein. Also wir sind jetzt voll drin im Aufstiegsrennen. 4 Punkte Rückstand auf Platz 2 und auf Platz 3. Wir haben 1 Punkt Vorsprung vor Hannover. 2 Punkte Vorsprung vor Kiel. Hertha, die marschieren vorne weg. Da haben wir 14 Punkte Rückstand. Aber uns reicht der Platz 2. Die zweimal als Paderborn in die Bundesliga aufgestiegen ist, waren sie auch beide mal auf Platz 2. Jedes Mal mit Köln übrigens zusammen aufgestiegen. Jetzt hier wieder Max Kruse im Kicker und Kruse taucht auch wieder auf Platz 7 auf der Torjägerliste hier. Terodde hat schon wieder nicht getroffen. Tobias Müller in der Elf des Tages. Yannick Rochelt hier der Spieler des Tages von Elversberg. Wir haben 5 Spiele in Folge getroffen. Ja, Fürth und Elversberg, die kassieren weiterhin in jedem Spiel Gegentreffer. Igor Matanovic mit dem Tor des Spieltags zum 2 zu 1. Für Karlsruhe gegen Osnabrück hat es Katzen und Hunde geregnet und da klaut er der Walicek ihm den Ball und Querpass. Und das war jetzt nicht so ein besonderes Tor, würde ich mal sagen. Oh, hier stehen Karlsruhe und Osnabrücker gemischt auf einer Tribüne. Und es geht hoffentlich friedlich ab. Sehr viele Rostocker. Hier ist eine Rostocker Stange hier mit Brumado, Dressel und Rossipal. Und ich habe vergessen, die Kamera zurückzuschieben. Ich hoffe, ihr habt jetzt dadurch nicht irgendwie die Sicht versperrt gehabt im Spiel. Sorry. Aber irgendwo muss ich ja sein. Irgendwo werde ich immer die Sicht versperren. Ja, wir haben 2 zu 1 gewonnen. Plus 3 Konter, plus 4 Gegenpressing, plus 1 Teamgeist, plus 2 Kondition, minus 15 Frische. Warum auf einmal so viel Frische verloren, frage ich mich. Ich bin immer frisch, vor allem untenrum. So, jetzt das Spiel gegen Osnabrück. Das gibt es dann beim nächsten Mal. Und dann beim nächsten Mal, dann fange ich vielleicht nächstes Mal auch schon mit der Hinrunde an. Ich möchte mal einen kleinen Blick auf die finanzielle Situation werfen. Da haben wir im aktuellen Monat 544.000 Euro eingenommen. In dieser Saison schon fast 16 Millionen eingenommen. Da kann man noch sehr gut mit leben. So, jetzt können wir auch mal nochmal die Tabellen der anderen Ligen zeigen. In der dritten Liga 18 Spiele gespielt. Ne, das ist dann doch. Ne, da sind 19 Spiele, wenn es 20 Teams sind. Da ist die Hinrunde noch nicht vorbei, deswegen lese ich jetzt nicht die ganze Tabelle vor. Ingolstadt
Ganz oben 43. Warte, jetzt bei den Tabellen kann ich ja mal die Kamera wieder woanders hinschieben. Jetzt schiebe ich mich einfach. Oh, sorry. Jetzt schiebe ich mich einfach mal hier nach links. So. Aber nicht vergessen, mich wieder zurückzuschieben. Ingolstadt ganz klar auf 1. Dahinter mit 9 Punkten weniger jeweils Ulm und Bielefeld. Ganz unten Lübeck, 1860 und Haring und Freiburg. Unsere zweite Mannschaft steht auf Platz 12. Dann haben sie wahrscheinlich verloren, wenn sie in der Tabelle gefallen sind. Ja, sie haben 1-2 gegen Lippstadt ausgerechnet, gegen Lippstadt im Derby verloren. Auf Platz 1 Rödinghausen, auf den Abstiegsplätzen Düsseldorf 2, Wegberg, Big Gütersloh und Velbert. Wir haben nur 2 Punkte Vorsprung vor Düsseldorf und Wegberg. Big. Da müssen wir weiterhin konzentriert bleiben. Regionalliga Südwest, ganz oben Homburg, 1 Punkt vor Kassel, ganz unten Aalen, Astoria, Waldorf, Barock, Stadt, Fulda, Lehnerz und Schott Mainz. Schott Mainz nur mit 5 Pünktchen. Regionalliga Bayern, meine Freunde aus Bayreuth, nur noch auf Platz 9. Ganz oben Bayern München 2, schon 12 Punkte vor Würzburg und vor Gütsche München. Ganz unten Augsburg 2, Schalding, Heiningen, Bamberg und Buchbach. Dann haben wir noch die Bundesliga. Da fast Herbstmeister ist Leipzig. Die haben nämlich am 16. Spieltag schon 3 Punkte Vorsprung vor Bayern München. Und jetzt haben wir irgendwie 5 deutsche Clubs hier in der Champions League. Und ist das jetzt neu gekommen mit dem Update? Oder ist das jetzt, weil Deutschland jetzt so gut war im internationalen Wettbewerb? Ist das jetzt, weil so viele deutsche Clubs da weitergekommen sind? Jetzt haben wir auf einmal 5 Champions League-Teilnehmer. Wurde das reingepatcht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jetzt ist auf einmal der 8. Platz im Conference League-Rang. Da ist Eintracht Frankfurt auf den Euroleague-Plätzen Dortmund und Freiburg. Ganz oben Leipzig, Bayern, Leverkusen, Stuttgart, Union. Auf Platz 16 Wolfsburg, ganz unten Heidenheim und Bochum. Ist das jetzt durch das Update gekommen? Oder ist das durch die beendete Gruppenphase in der Champions League gekommen? Ich weiß es nicht. Beim nächsten Mal gibt es das Spiel gegen Osnabrück und schon mal einen Teil der Winterpause. Ich danke fürs Zuschauen. Lasst bitte ein Abo da. Mir fehlen aktuell nur noch 9. Kann ich an 2 Händen abzählen. 9 Abos fehlen mir noch zu den 1000. Und dann wäre die YouTube-Partnerschaft komplett vollständig. Ich muss meine Kamera wieder zurückschieben. Und das ist gar nicht so einfach. Ich sage Tschüss, bis dann. Auf Wiedersehen. Bye, bye.